Hey, hi, hier ist Steffen Kirchner. Heute möchte ich dir zeigen mit einem Trick, wie du falsche Freunde entlarvst. Und zwar 100% sicher. Denn du wirst mit diesem Trick erkennen, ob du in deinem Umfeld eher die falschen Freunde hast oder ja vielleicht doch auch die richtigen. Denn woran erkennt man denn einen richtigen Freund? Naja, da gibt es zwei zentrale Faktoren und die werde ich dir in diesem Video auch verraten. So viel schon mal vorab. Die richtigen Menschen erkennt man daran, ich glaube auch wahre Freunde, dass sie einem nicht nur immer das sagen, was man gerne hören will, sondern manchmal auch das, was man hören muss. Und das ist nicht immer super angenehm, aber diese unangenehmen Momente mit Menschen dazu zu nutzen, um zu erkennen, ist das jetzt ein Zeichen für eine gute Freundschaft oder eben für eine falsche Freundschaft, das ist die Kunst der Dinge. Und darum werden wir uns in diesem Video kümmern. Ich freue mich drauf, lass uns starten, los geht's. So, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, um über dieses wichtige Thema Freundschaft nachzudenken. Es gibt ja diesen schönen Satz, deine Freunde sind Gottes Entschuldigung für deine Verwandten. Vielleicht ist der Satz ein bisschen hart ausgedrückt in vielen Fällen, aber tatsächlich ist es schon so, dass uns Freunde manchmal sehr, sehr nahe am Herz liegen können. Manchmal sogar vielleicht näher als der ein oder andere Verwandte oder Familienmitglied sozusagen. Und genauso ist es dann eben auch manchmal im Lösen von Freundschaften. Viele Menschen halten auch sehr oft an falschen Freunden oder falschen Freundschaften fest, in der Hoffnung, dass es vielleicht ja doch eigentlich nicht der falsche Freund ist, sondern ein guter Mensch, der es ja eigentlich gut meint, der doch eigentlich auch irgendwo ganz okay ist. Man entschuldigt also das Fehlverhalten oder die Eigenarten des anderen so ein Stück weit mit Ausreden, die man sich selber erzählt, weil man es einfach nicht akzeptieren kann oder will, dass man es hier mit jemandem zu tun hat, der eigentlich gar nicht wirklich Interesse hat an einer echten Freundschaft. Woraus besteht denn eine echte Freundschaft? Ich glaube aus zwei zentralen Faktoren. Erstens aus schonungsloser Ehrlichkeit. Die Betonung liegt dabei auch auf dem Wort schonungslos. Ehrlichkeit ist nämlich nicht nur irgendwas Nettes und Schönes. Ehrlichkeit kann auch ein sehr scharfes Schwert sein, mit dem wir Menschen auch manchmal, ich möchte nicht sagen verletzen, aber Menschen auch Grenzen aufzeigen müssen. Und diese schonungslose Ehrlichkeit ist ein Element einer echten guten Freundschaft. Ein Element einer unechten, unehrlichen Freundschaft ist mit Sicherheit so eine künstliche Harmonie zum Beispiel. Das heißt, dass man eben nicht ganz ehrlich sagt, was man denkt, wie man fühlt und so weiter. Und zwar entweder, weil man den anderen schützen will, oder wenn man einfach auch zu feige ist. Oder wenn man dem anderen nach dem Mund redet. In vielen Fällen ist es aber oftmals deswegen, weil man selbst sich nicht wirklich traut, zu seiner Meinung zu stehen, keinen Streit oder Diskussion heraufbeschwören will, weil der andere soll doch denken, was er will und so weiter. Das hat also mit Ehrlichkeit nichts zu tun. Also schonungslose Ehrlichkeit ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt für eine gute Freundschaft ist aus meiner Sicht Respekt. Und zwar tiefer, ehrlicher Respekt. Und Respekt hat damit zu tun, dass ich den anderen in seinen Grenzen, die er setzt, auch ja, akzeptiere. Dass ich also die Grenzen des anderen akzeptiere, die er sich selbst setzt, die er aber auch mir setzt. Das heißt, ich werde nicht übergriffig. Ich fordere nicht die ganze Zeit etwas vom anderen, was er nicht bereit wäre zu tun. Ich versuche ihn nicht die ganze Zeit wohin zu schieben, wo er vielleicht gar nicht hin will. Auch wenn ich vielleicht sogar sicher weiß, dass es gut wäre oder gut sein könnte, wenn er das eine oder andere tut. Ich spreche nicht die ganze Zeit Themen an, über die der andere nicht sprechen will. Ich fordere nicht die ganze Zeit nur etwas, ohne auch was zurückzugeben. Das heißt, ich sorge für einen gewissen energetischen Ausgleich. Ich höre zu, aber ich lasse oder aber ich spreche auch. Das heißt, dieses, wenn wir auch mal eine Diskussion haben, wenn jemand Probleme hat, wenn wir miteinander sprechen, sorge ich dafür, dass wir eine faire Verteilung von Gesprächsinhalten auch haben. Und da geht es nicht darum, die Uhrzeit zu stoppen. Wie lange hat jetzt der gesprochen? Wie lange darf ich jetzt sprechen? Sondern es geht darum, einfach die Dinge in Balance zu halten. Und wenn du jetzt diese zwei Punkte miteinander kombinierst, die schonungslose Ehrlichkeit und den Respekt, dann wird daraus die respektvolle, schonungslose Ehrlichkeit. Und das ist, glaube ich, so ein Element, an dem du falsche Freunde auch erkennen kannst. Denn das kriegst du in einer falschen Freundschaft nicht künstlich erzeugt.
Und das kannst du sehr, sehr einfach testen. Ich gebe dir einfach mal einen kleinen Trick hier jetzt an der Stelle mit, wie du das testen kannst, ob es sich bei einer Person um einen wirklichen guten Freund oder vielleicht auch um einen falschen Freund handelt. Also wie du das sozusagen, wie du diese Leute entlarven kannst. Denn Menschen sind oftmals sehr gut in diesem Schauspiel von guter Freundschaft. In Wahrheit aber läuft ein ganz anderes Programm im Hintergrund. Mach mal folgenden Test. Überleg dir mal irgendein Thema, wo du sehr sicher weißt, dass du eine ganz konträre Meinung hast zu der deines Freundes oder dieser Person. Was weiß ich, nimm aktuell, super Beispiel, die Corona-Zeiten, die Thema Impfung, Maßnahmen oder nehmen das Thema Bildung, ja, wie sollte man Kinder erziehen, keine Ahnung, Thema Geld, politische Themen. Es ist vollkommen egal, nimm irgendein Thema, wo du sagst, da habe ich wahrscheinlich eine andere Position oder sicher eine andere Position als mein Gegenüber. Und wenn dir da nichts einfällt, weil du sagst, ich weiß nicht, ich kenne ja die Meinung des anderen nicht, dann wähl einfach mal, einfach nur spaßeshalber, irgendeine Meinung, die du jetzt mal nur als Test einfach mal einnimmst, wo du sicher weißt, okay, so wird der andere nicht denken. Also nimm zum Beispiel, okay, ich glaube, am besten ist es, wenn man irgendwo nach Asien auswandert, weil in Asien, da boomt ja alles und in China, da geht es ja richtig vorwärts und da wächst ja auch alles und es wird die erfolgreiche Nation und wahrscheinlich wäre es am besten auszuwandern. Sehr, sehr wahrscheinlich wird vielleicht dein Gesprächspartner eine andere Meinung haben, denke ich jetzt mal. Also du nimmst also irgend so ein Beispiel, wo du eine konträre Meinung zu deinem Gegenüber hast und jetzt wirfst du diese konträre Meinung beim nächsten Mal, bumm, voll auf den Tisch. Und jetzt schaust du, was passiert. Einen guten Freund wirst du daran erkennen, dass er schonungslos ehrlich dir seine Meinung dazu auch gibt. Das heißt, er redet dir nicht nach dem Mund. Er sagt nicht, ja, okay, das könnte für dich vielleicht toll sein und so weiter. Natürlich, wenn derjenige meint, dass es ehrlich ist, okay, dann ist es in Ordnung. Aber vielleicht kennst du so Menschen, die, egal was du sagst, dir immer nach dem Mund reden, die dir immer recht geben, die niemals auch so einen Kontrastpunkt oder ein bisschen einen Reibungspunkt setzen. Der zweite Punkt ist, dieser Mensch bleibt in der Sachebene. Das heißt, er attackiert, wenn er attackiert, die Sache, also den Argumentpunkt thematisch, aber niemals dich persönlich. Das heißt, er wird nie persönlich angreifend. Er diffamiert dich nicht, er verurteilt dich nicht. Das heißt, keine persönlichen Urteile über dich, keine Beleidigungen und so weiter und so fort. Daran erkennst du gute Freunde und vielleicht auch noch an einem Punkt, er lässt dich auch zu Wort kommen. Er lässt auch deine Argumente gelten. Er macht dich nicht die ganze Zeit in jedem Punkt nieder, sondern er überprüft natürlich deine Argumente. Er setzt vielleicht auch ein Gegenargument. Er lässt aber deine Argumente stehen und stellt dich nicht als blöd, doof oder naiv oder sonst irgendwas hin. Das heißt, er setzt dich nicht herab im Gegensatz zu sich. Er bleibt auf Augenhöhe. Ich kann in einer, und das ist respektvolle, schonungslose Ehrlichkeit, dass ich sehr wohl eine andere Meinung zu jemandem haben kann, die Dinge ganz anders sehen kann und trotzdem auf Augenhöhe bleibe und auf Augenhöhe mit einem Menschen diskutiere. Daran erkennst du einen guten Freund. Entlarven kannst du natürlich einen Freund, wenn er dann anfängt, dich an die Wand zu reden, dich, wie gesagt, zu verurteilen und diese ganzen Punkte ins Negative zu drehen, die ich dir gerade gesagt habe. Und in der Corona-Zeit zum Beispiel haben wir das wunderbar gesehen. Ich kenne viele Leute, ich habe das auch selber verfolgt bei der einen oder anderen Bekanntschaft, die ich so habe, von Menschen, die mir gesagt haben, mein Gott, ich habe jetzt in dieser Corona-Zeit erstmal gesehen, dass ich da teilweise Leute um mich herum habe, die ich Freunde nannte, die aber gar keine Freunde sind. Wo es plötzlich um das Impfthema ging und die einen wollten sich impfen lassen, die anderen nicht. Wie da übereinander und über das Thema gesprochen wurde, wo Menschen sich abgegrenzt haben, andere ausgegrenzt haben, andere diffamiert haben, sich zu den Guten und den anderen, der eine andere Meinung hatte, zu den Bösen gezählt hat und, wo man also gemerkt hat, das ist weder respektvoll noch schonungslos ehrlich. Das war total respektlos und oftmals auch eine sehr, sehr unehrliche Diskussion und sehr überheblich, sehr egozentrisch. Also das heißt, ein wahrer Freund lässt deine Meinung bestehen, auch wenn er selbst eine eigene andere Meinung hat. Er lässt dich sprechen, er hört dir zu, er ist zugewandt, er spricht aber auch selber, er sagt auch selber seinen Punkt. Das heißt, beide legen alles auf den Tisch. Wir bleiben auf der Sachebene und sind niemals persönlich. Und wir sind sehr direkt. Wir suchen nicht den Umweg, wir bauen keine künstliche Harmonie, sondern wir sagen es direkt, in your face. Aber
mit Respekt, mit Wohlwollen und immer auch mit einem guten Ende. In einer guten Freundschaft erkennst du, dass zwei Menschen nicht versuchen, gegeneinander zu gewinnen. Eine schlechte Freundschaft erkennst du daran, dass einer gewinnen will. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die in Diskussionen mit dir, bei Streitpunkten, bei Unterschieden gewinnen wollen, die dann Recht haben wollen die ganze Zeit und es nicht akzeptieren können, dass du eine andere Meinung hast und dich überzeugen wollen, die also einfach wirklich auf den Sieg aus sind, um als Sieger aus der Diskussion hervorzugehen, dann würde ich sehr genau hinschauen, ob du da nicht gerade dabei bist, einen falschen Freund zu entlarven. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg dabei. Nimm einfach diesen Trick mal an und such mal den ein oder anderen Reizpunkt, wo du den Gegenüber mal so ein bisschen testen kannst. Und vielleicht schaust du auf die anderen Diskussionen, die du in der Vergangenheit hattest, mal zurück, wie die gelaufen sind. Vielleicht hast du da jetzt schon den ein oder anderen Augenöffner, ob es sich bei der Person um einen guten oder um einen falschen Freund handelt. Wenn du Fragen hast zu dem Ganzen, eigene Erfahrungswerte, nochmal einen Tipp brauchst, schreib es mir unten in die Kommentare, lass uns drüber sprechen und diskutieren. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen und helfe euch gerne dann auch noch weiter. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Steffen Kirchner.